Ich sitze hier mit Sven Krolas, der auf den zweiten Listenplatz der Piratenpartei Baden-Württemberg gewählt wurde. Hallo Sven! Moin Moin! Sag einmal, jetzt wirst du einem großen Open-Source-Projekt abhanden kommen. Fühlst du dich nicht schlecht darüber? Ja gut, wir müssen ja auch freie Software in die Politik bringen und die Grundlage, die Infrastruktur schaffen, dass freie Software Anerkennung bekommt, dass sie genutzt wird. Und das ist auch wichtig. Ja. Also von daher bringt das vielleicht auf lange Sicht sogar dem Open-Source-Projekt mehr. Ja. Hoffe ich doch zumindest mal. Ja, du engagierst dich ja im Amarok-Projekt jetzt als Hinweis für die Zuschauer. Und ist halt doch schade, dass du jetzt natürlich in die Politik gehst, aber ist natürlich auch ein Profit für die Politik. Weil du dich natürlich authentischer dafür einsetzen kannst, oder? Ja, auf jeden Fall. Man sollte vielleicht noch sagen, Amok ist ein Musikplayer zum Musik abspielen. Das weiß, glaube ich, von den Hörern nicht jeder. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Wie fühlst du dich denn ganz allgemein? Du schaust ziemlich mitgenommen aus. Ja, ich bin gerade todmüde. Die letzten zwei Tage waren kaum Schlaf. Heute Nacht waren wir auf dem Campingplatz in Bad Cannstatt, was naja, neben der BC nicht ganz so gut zum Schlafen ist im Zelt. Und wach gehalten werde ich wahrscheinlich wie die meisten Kandidaten gerade von viel, viel Koffein, merkt man wohl. Aber ja, ansonsten wirklich relaxed und der Parteitag läuft super. Ich glaube, wir können heute richtig sehen und auch gestern schon, dass wir Basisdemokratie richtig gelernt haben. Also früher gab es da Schlachten mit Geschäftsordnungsanträgen und Kandidaten wurden aufs Übelste befragt. Hier und jetzt läuft das ganz relaxed ab. Man hat Vertrauen, dass die anderen nach der Kandidatenvorstellung auch sehen, dass die Person geeignet ist oder nicht. Man hat Vertrauen, dass der Tagesordnungsvorschlag, die Ursprüche, dass man durchbekommt, wenn man nicht ständig was an der Reihenfolge ändert. Also wir haben Basisdemokratie gelernt. Es ist toll, wie das jetzt abläuft. Hätte ich nicht gedacht, dass es so super geht. Ja. Wir haben, glaube ich, immer noch keinen einzigen Geschäftsordnungsantrag, oder? In anderthalb Tagen? Ja, genau. Klasse. Was sind denn deine Ziele für den Bundestag? Warum tust du das überhaupt an? Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass du in den Bundestag einziehen wirst, als Listenplatz Nummer 2. Was hast du davor? Okay, es wird natürlich auch davon abhängen, wer auch noch in den Bundestag kommt. Dementsprechend muss man den Schwerpunkt besetzen. Wenn jetzt ein paar andere Leute drin sind mit ähnlichen Schwerpunkten wie ich, müsste man sich das natürlich aufteilen. Ja. Ganz generell würde ich bei mir die Schwerpunkte setzen in den alten, in Anführungszeichen, Kernthemen von Piraten. Datenschutz, Netzpolitik, aber auch darüber hinaus im Bereich Umwelt, besonders Atomkraft. Also mein Heimatort liegt ja, Dettenheim ist also übrigens ein bisschen nördlich von Karlsruhe, liegt genau zwischen dem AKW Philipsburg und der ehemaligen Wiederaufbereitungsanlage Karlsruhe, Institut für Transurane, jetzt eher bekannt als KIT Campus Nord, wurde ja alles mehrfach umbenannt und sind auch eigentlich zwei unterschiedliche Anlagen. Und da sind wir genau mittendrin und da ist Atomkraft immer ein heißes Thema, auch wenn ich das Gefühl habe, dass es vor Ort, warum auch immer, das können Psychologen vielleicht besser erklären, nicht, aber ich habe das Gefühl, vor Ort wird fast totgeschwiegen. Aber es ist doch in den Köpfen und von daher interessiert mich dafür, liest sich da ein. Und das ist etwas, wo wir uns auch mit beschäftigen müssen. Also der Ausstieg darf nicht abgeschwächt werden, ganz klar. Und danach haben wir eine Menge Atommüll. Wir haben eine Menge an Anlagen, die abgebaut, also rückgebaut werden müssen. Das ist noch Beschäftigung in der Politik für Jahrzehnte, definitiv. Wie möchtest du denn die Bevölkerung und die Parteibasis in deine Arbeit im Bundestag nachher mit einbeziehen? Okay, da gibt es natürlich die klassischen Methoden. Man ist ja der übliche Ablauf, 2 Wochen im Bundestag, sind Sitzungswochen, 2 Wochen im Wahlkreis. Zwei Wochen Wechsel also. Na klar kann man vor Ort zu einem Treffen gehen, zu den Stammtischen, zu Veranstaltungen mit den Leuten reden. Das ist die eine klassische Methode. Dann wird es üblicherweise ein Büro vor Ort geben. Das ist der nächste klassische Weg. Ja. Aber wir müssen auch neue Wege gehen. Wir sehen ja, das funktioniert nicht so ganz. Wer immer auf die Straße geht, mal fragt, ja, wer hat schon mal mit seinem Abgeordneten im Wahlkreis gesprochen? Also da sagen wahrscheinlich 99% nein. Ja. Ich arbeite gerade mit ein paar anderen, wobei die ja, was Programmiertechnische angeht, aktiver sind wie ich, an einem Tool, ja, wir versuchen es mal wieder mit Tools, BASDEM, da kann man, das steht für Basisdemokratisches Meinungsbildungstool, da kann man Debatten einstellen, beispielsweise sind wir in der Nähe von Stuttgart, Stuttgart 21 ist eine Debatte, wird auch eine sehr große, sehr komplexe, und darunter verschiedene Lösungsvorschläge und zu den Lösungsvorschlägen die Vor- und Nachteile. Und da können wir zum Beispiel alle Anträge, die man auf den Schreibtisch bekommt als Abgeordneter oder die man selbst gerade am Erstellen ist, eintragen und dann können sowohl Parteimitglieder als auch die Bürger da sich das anschauen und dann feststellen, Moment, wenn wir das machen, aber dann haben wir das und das Problem und das dann eintragen, weil man kann ja nicht selbst
alle Vor- und Nachteile wissen. Man ist ja nur in wenigen Gebieten Experte und wir müssen uns ja im Bundestag mit allem befassen. Und auf die Art und Weise kann man tatsächlich dann hoffen, das ist die Idee, die Expertise von allen Leuten einsammeln und auf übersichtliche Art und Weise präsentieren und damit hoffentlich zu vernünftigeren Entscheidungen kommen. Das heißt, du bist jemand, der auch das technische Know-how hat, das Softwareentwicklungs-Know-how, und das wäre doch eigentlich ideal, wenn du dich mit genau dem Wissen einbringst. Viele der anderen Parteien sprechen über das Internet zu nutzen, um die Bürger stärker mit einzubeziehen, Online-Partizipation. Du könntest ja das dann direkt im Bundestag, in der Fraktionsarbeit und in der Ausschussarbeit direkt dein Wissen mit einbringen und auch von vornherein sagen, was ist implementierbar und was würde wie online funktionieren. Also ja, natürlich. Jeder bringt natürlich sein Wissen, was er hat, ein. Also ganz klar. Und ich habe es ja vorher gesagt, dass diese alten Piraten-Kernthemen, habe ja einige aufgelistet, wegen denen bin ich ursprünglich zum Piraten gekommen. Ja, und die sind im Kopf. Ich bin ja auch Informatiker. Da hat man dann so Sachen natürlich im Kopf. Und wenn dann jemand mit irgendwelchen utopischen Vorschlägen kommt, nach dem Motto, wir ersetzen jetzt die Bundeswahl durch ein Online-System, nach mal 2 Sekunden nach Wahlschluss haben wir dann die Ergebnisse und alles ist toll. Da kann man dann nur mit dem Kopf schütteln und sagen, nee, das wird nicht gehen, das wird nicht mehr nachvollziehbar sein, wird nicht parteiengesetzkonform sein. Also so Sachen erkennt man da natürlich sofort, aber dafür gibt es andere Themengebiete. Es ist ja klar, niemand ist Allrounder. Dafür gibt es andere Themengebiete, da muss man mir vielleicht Dinge erklären, ganz klar. Ja. Ich bin zum Beispiel kein Wirtschaftsexperte. Gibt es etwas, das du den Piraten mitgeben möchtest, deine Botschaft oder deine Message? Das ist eine interessante Frage. Nun ja, jetzt haben wir gerade die Aufstellung, es ist ja noch ein Jahr bis zur Bundestagswahl, ziemlich genau, plus minus ein paar Wochen. Das heißt, die harte Phase kommt erst jetzt. Wir müssen unsere Inhalte besser vermitteln. Wir haben sehr viel im Programm. Ich habe es in meiner Rede bei der Vorstellung, bin ich so in Gedanken, in der Rede in der Zeitung durchgegangen. Titelseite, ESM, ACTA, internationale Verträge, Stuttgart 21, wo überall die Bürgerbeteiligung, Demokratie fehlt. Sozialpolitik mit Zeit- und Leiharbeit, mit prekären Arbeitsverhältnissen. Auch dazu haben wir viel im Programm. Das weiß niemand, oder die wenigsten. Ja? Nur die sich sehr, sehr intensiv mit uns befassen. Und aktuell suchen sich die Medien irgendwelche Obskuritäten aus. Ich meine, dadurch, dass wir basisdemokratisch sind, findet man da auch immer was man reißerisch ausschlachten kann. Aber wir müssen es schaffen, darüber hinwegzukommen und unser Programm zu vermitteln. Das muss das Ziel sein. Wie man das jeweils macht, können, glaube ich, die Piraten vor Ort für ihr Gebiet, für ihren Heimatort am besten beurteilen. Und das sollten wir machen das nächste Jahr über. Und dann wird es auch was mit den 5%, da bin ich ganz sicher. Und wie stellst du dir deinen Wahlkampf vor? Ja, also Listenkandidat für den Bundestag war ich jetzt ja noch nicht. Von daher habe ich jetzt keine, ich sag mal, festgefahrene Vorstellung. Ja. Ich muss jetzt auch ein bisschen auf mich zukommen lassen. Es wird viel Arbeit im Wahlkreis sein, wo ich ja nicht Direktkandidat bin, was eine sehr interessante Kombination ist, was ja auch zeigt, wie anders wir Piraten sind. Also ich wurde nicht, wegen einer Stimme bin ich nicht in die Stichwahl gekommen. Ich wurde nicht Direktkandidat, bin aber auf Platz 2 von der Landesliste gewählt worden. Also du grinst ja zu Recht, das hätte es in einer anderen Partei niemals gegeben. Ja, du hast ja gegen Sebastian Merz auch nur sehr knapp verloren. Ja, meine Direktkandidatur war es eine Stimme, 10-9 zu 2 Stimmen. Und gestern waren es 7 Stimmen beim 20-fachen an Teilnehmern ungefähr. Also knapper geht es kaum, ja. Wir werden natürlich die klassischen Sachen auf jeden Fall machen. Infostände ganz intensiv. Plakate natürlich, das ist das Standardprogramm, das muss laufen. Als Listenkandidat muss ich natürlich wahrscheinlich bei vielen Veranstaltungen persönlich präsent sein, also muss dann nicht nur im Wahlkreis, sondern im ganzen Bundesland, vielleicht sogar noch weiter. Wir sind als erstes Bundesland, das aufstellt, da könnte es auch passieren, dass, weiß der Geier, morgen Jauch oder schon was anruft und sagt, hey, wir brauchen jemanden, Sebastian hat keine Zeit, dann muss ich. Aber ganz generell wollen wir ja von diesem Thema Stadtköpfe wegkommen. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, okay, wir haben da die ersten 3 Listenkandidaten, die schicken wir jetzt in jede Talkshow. Das macht keinen Sinn, wenn dann das Thema, ich habe ja vorhin gesagt, zum Beispiel Wirtschaft wäre, mich dann hinzuschicken. Ja. Da kann ich dann zwar auch ein paar Dinge erzählen, aber ich bin nicht kein tiefergehender Experte. Wenn wir dann allerdings weiter hinten auf der Liste schauen und da sehen wir, oh, da haben wir Wirtschaftsexperten, ja, warum soll man nicht jemanden von Platz 20 der Liste dann hinschicken? Ja? Wir müssen von diesem
Nur es nach den Themen gehen und nicht nur nach, auf welchem Platz sind die Person gelandet, finde ich. Weil wenn wir immer die gleichen Leute in die Talkshow schicken, dann werden irgendwann die Köpfe wichtiger als die Themen. Das müssen wir verhindern. Ja. Von daher, ja, das sind jetzt mal so die groben Vorstellungen, klar. Wir müssen uns absprechen. Ich denke bei uns speziell, wenn man viel, da gibt es auch Überschneidungen mit dem Rhein-Neckar-Kreis, also dass wir uns da koordinieren lokal. Aber das ist alles jetzt noch in den Kinderschuhen, die genaue Planung. Es wird auch viel vom nächsten Bundesparteitag abhängen, was da ins Programm kommt. Davon werden wir uns dann ja die Themen aussuchen, die aktiv auf die Plakate kommen. Also, und damit auch in die Öffentlichkeit. Es gibt ja meistens so 4, 5 Plakatmotive mit wirklich Inhalten. Das heißt, aus dem riesigen Wahlprogramm mit vielleicht am Ende 100 Seiten muss man dann 4, 5 Punkte rausgreifen, die jeweils 3, 4 Worten beschreiben. Also, das wird ganz schwierig, aber das haben wir vorher auch geschafft. Das kriegen wir hin. Ja. Du hast ja relativ viel Zwischenapplaus auch geerntet bei deiner Kandidaturrede. Ja. Warst du überrascht über diese große Unterstützung für deine Kandidatur jetzt? Ja gut, die Rede, ich weiß nicht, ob jetzt die Zuschauer die Rede gehört haben. Ich habe da ein bisschen kopiert, Piraten können gut kopieren, vom Brüderle, der hat ja beim FDP-Parteitag in Karlsruhe diese legendäre Wer hat's gemacht, wir haben's gemacht Rede gehalten. Aber inhaltlich fand ich die schwachsinnig. Also die FDP hat keine Vorortsdatenspeicherung aufgehalten, im Leben nicht. Ja. Also da waren einige Sachen dabei, da konnte ich nur den Kopf schütteln. Und es gab dann einen Zufall beim Kandidatengrill in Ulm, wo ich gefragt wurde, warum denn Piraten im Bundestag sollen, obwohl es ja ständig irgendwelche Gates in der Presse gibt und wir so dilettantisch und unprofessionell sind. Und ich habe da dann spontan gemeint, ja, wir gehen in dem Bereich neue Wege und da gehen wir neue Wege, da gehen wir neue Wege und da. Und plötzlich hat in Ulm dann alles applaudiert, ich habe es gar nicht kapiert. Es hat sich von selbst zu einer Rede entwickelt. Und das Ergebnis war dann die Kombination aus den beiden. Ich habe gesagt, okay, man kann es stilistisch vom Brüderle klauen, aber es mit guten Inhalten anreichern, sage ich mal. Ja. Das Schwierige war, dass ich mich ja vorher freiwillig auf 3 Minuten Redezeit begrenzt habe, um die Leute zum Mitgrölen zu bewegen, ja, zum Wer hat die Lösung, wir haben die Lösung. In 3 Minuten habe ich mir gesagt, okay, also entweder es klappt, dann wird es toll, oder es geht gnadenlos in die Hose. Das waren die 2 Möglichkeiten. Es hat geklappt, ja, aber no risk, no fun. Ja. Es war ein bisschen verwirrend, vor allem davor die Ansage, dass man, klar, für die Gebärdendolmetscher ein bisschen langsamer machen soll. Ist dann ganz schwierig, vor allem wenn man sich zeitlich so begrenzt hat. Und dann die Information, dass es in der Gebärdensprache für die ganzen Akronyme von Verträgen keine Symbole gibt, die das buchstabieren müssen, deswegen so lange brauchen. Ich wollte ja gerade bei Bürgerbeteiligung, wie ich es vorhin erklärt habe, die verschiedenen Verträge und Abkommen, die es in letzter Zeit gab, auflisten und Forschungsprojekte mit Index, ACTA, CETA, IPRED. Das kann ein Gebärdendolmetscher in dem Tempo einfach gar nicht. Da musste ich dann, bevor ich sage, schon im Voraus eine Entschuldigung rausschicken. Also das war wirklich tatsächlich auch in dem Augenblick spontan. Ja, es war natürlich toll, dass es dazwischen Applaus gab, weil dann merkt man ja, dass es funktioniert, aber ja, ich glaube, hab ich ein paar Sekunden natürlich überzogen, ich weiß nicht, aber ich glaube, ein paar Sekunden sind vergeben. Ja. Gibt es noch eine persönliche Message, die du gerne sagen möchtest? Immer diese offenen Fragen, eine persönliche Message. Ich habe jetzt schon so viel gesagt. Dann nehme ich mal das, mit dem ich auch sinngemäß die Rede beendet habe. Gemeinsam schaffen wir die 5%. Wir knien uns da jetzt rein, wir kommen gemeinsam in den Bundestag. Allein schafft es niemand von uns, das ist vollkommen klar. Und werden gemeinsam diese neuen Ideen, die wir haben, von, ich habe jetzt zum Beispiel Drogenpolitik gar nicht erwähnt und, man muss mal nur ins Programm schauen, da steht eine Menge drin, die wir in die Debatte bringen. Wir haben außerparlamentarisch schon richtig viel erreicht. Wir haben mit die Vorratsdatenspeicherung verhindert. Ich meine, die Netzcommunity war ganz stark, natürlich, und vielleicht auch wie ich die FDP, aber sicherlich nicht allein. Internetsperren haben wir verhindert, denn also 14. oder 16. Rundfunkgebührenstaatsvertrag. Also wir haben außerparlamentarisch schon einiges erreicht. Und wenn wir gemeinsam uns ransetzen für die 5%, dann schaffen wir die auch. Und dann können wir im Parlament richtig viel bewegen. Vielen Dank. Gern geschehen.